mal, Fähnchen, wie findest du mich eigentlich? Ja, ganz okay. Das ist Thomas Müller. Alles an ihm ist mittelmäßig. Er ist durchschnittlich 1,78 Meter groß, 82,4 Kilo schwer. 8 Stunden pro Tag arbeitet er in einem mittelständischen Unternehmen. In 100 Metern bitte rechts abbiegen. Ihre Route wird berechnet. Abends schaut er 4 Stunden fern und er redet 15 Minuten pro Tag mit seiner Frau. Sein Sexleben ist mittelmäßig. Und das Licht blendet. Und auch seine Träume sind eher konventionell. Aufstehen. Hast du wenigstens von mir geträumt? Natürlich, Bienchen. Thomas Müller ist so absolut mittelmäßig, dass es ihn schon wieder interessant macht. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und Industriedienstleistung hört sich ganz spannend an. Komm, ich zeig dir dein Büro. Schön, aber irgendwie so leer. Noch einrichten darfst du es ganz nach deiner eigenen Vorstellung. Denn das, was Thomas Müller gefällt, ich verstehe einfach nicht, warum es in Deutschland keine Kronkorken mit Schraubverschluss gibt. Warum nimmst du die? Wird bald allen gefallen. Schau mal, das Drehbier. Ja, lass einpacken, komm. Das kann doch nicht wahr sein. Genau das habe ich gesagt. Politik bestimmst du jetzt auch noch, ja? Was machen wir bei Industries eigentlich? Ich meine jetzt außer Shoppen und Saufen. Die machen lebendige Meinungsforschung. Mit mir, als ihrem Durchschnittsidioten. Das kann alles nicht wahr sein. Was willst du tun? Soll ich einfach weiter mitspielen? Den Salat bitte. Vegan? Vital? Veränderung? Noch einmal schlafen und sie krönen dich. König von Deutschland, du bist gewöhnlich und sie mögen dich. König von Deutschland, du bist wie sie, sie sind wie du. Alexander, wie oft habe ich dir gesagt, dass du die Klobrille wieder runtertun sollst? Zwei. Bist du noch ganz normal? Aber sicher. Normal ist doch gut. 1, 2, 3! Stopp! Ist das sicher? Sicherheit geht vor, das muss klar sein. Ich will mir nicht den Ruf versauen. Ja.